Mission Mann. Auf den Spuren des starken Geschlechts. Zwischen Alpha-Mann und Frauenversteher. Alles nur eine Frage der richtigen Dosis Testosteron? Was macht den Mann zum Mann? Wie soll ich denn diese Sendung moderieren? Ich kann doch nicht raus aus meiner Haut. Na also los jetzt. Gut, dann. Herzlich willkommen bei Abenteuerforschung. Männer. Männer sind ein Phänomen, also eine Naturerscheinung. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin ja selber einer. Aber wann ist der Mann ein Mann? Was gibt's denn da zu forschen? Wir Männer sind doch immer Männer. Und wir sind merkwürdig. Solange uns niemand nach unserem Mannsein fragt, wissen wir ganz genau, was Sache ist. Aber wenn wir uns selbst nach unserem Mannsein fragen, dann geht es oft um die entscheidende Frage, angeblich, ob denn das, was ich habe, also bin ich Manns genug, reicht das, was ich habe, zum Mannsein? Als ob man das Mannsein messen könnte. Es geht doch um Qualität und nicht um Quantität. Und denen, die da immer noch zweifeln, hilft ein Besuch im Labor. Hier wird selbst der Sportplatz zum Labor. Im Wettkampf zeigen sich Männertugenden wie Mut und Kampfgeist. Entscheidend für das männliche Selbstgefühl ist aber ein anderes Attribut. Und das zeigt sich abseits vom Spielfeld. Ist mein Penis groß genug? Die Zahl der Männer mit Penissorgen steigt stetig. Deshalb nehmen sich nun Forscher der Sache an. Haben Männer tatsächlich Grund zur Sorge? Die Pornoindustrie liefert verzerrte Vorbilder. Doch wie groß ist wirklich groß genug? Ein pikantes Forschungsprojekt. Der wohlproportionierte Männerkörper hat schon viele Künstler inspiriert. Über mögliche Korrelationen zwischen Penisgröße und anderen Körperteilen wurde viel gerätselt. Was verrät zum Beispiel die Nase? Klare Antwort: nichts. Auch die Schuhgröße taugt nicht als Hinweis. Wie groß der Penis eines Mannes ist, lässt sich nicht an äußeren Merkmalen ablesen. Dazu bedarf es schon eines genaueren Blicks auf das Studienobjekt selbst. Auch scheinbar naturgetreue Skulpturen bieten keinen guten Anhaltspunkt. Nach dem klassischen Schönheitsideal ist der Penis im Verhältnis zur Körpergröße eher klein bemessen. Forscher suchen nun nach den Normmaßen. Wie groß ist der Penis eines Mitteleuropäers tatsächlich? Das Tückische, die Größe im schlaffen Zustand, sagt nicht unbedingt etwas über die Größe bei einer Erektion aus. Die Messungen erfolgen zunächst am schlaffen Objekt. Dann lässt der Forscher die Probanden eine Weile allein und wartet, bis er gerufen wird. Die Größe des erigierten Penis ist das eigentlich interessante Maß. Forschern liefert es den besten Vergleichswert. Wie so viele Körpermaße unterliegt auch die Penislänge einer natürlichen Variation. Der Durchschnittspenis ist erigiert 14,5 cm lang, plus minus 2 cm. Die meisten Männer erreichen diesen Wert, viele sorgen sich grundlos. Als Zeichen besonderer Männlichkeit wird die Penisgröße überschätzt. Zumal sie überhaupt keinen Einfluss auf die Zeugungsfähigkeit eines Mannes hat. Was soll dann der ganze Stress? Ist Größe überhaupt wichtig? Ein Blick ins Tierreich schafft Klarheit. Bei den Tieren gibt es für die Größe des Penis eine ganz einfache Erklärung. Der Penis ist für jede Art so designt, dass möglichst viel Sperma in den weiblichen Genitaltrakt gelangt. Entscheidend für die Penisgröße und Form sind der Körperbau und auch das Paarungsverhalten.
Besonders aufschlussreich ist das Studium unserer nächsten Verwandten. Ein Größenvergleich von Gorilla und Schimpanse. Der Gorilla imponiert durch seine Größe und Stärke. Aber sein Penis ist mit 3 Zentimetern weniger als halb so groß wie der des Schimpansen. Ein Gorilla hat andere Qualitäten. Das Männchen, welches sich im Kampf bewährt, hat erst mal ausgesorgt. Als Boss hat es seinen Harem für sich allein. Paaren ist Chefsache. Anders in der Welt der Schimpansen. Mehrere Männchen haben Sex mit mehreren Weibchen. Die Konkurrenzsituation hat im Laufe der Evolution dazu geführt, dass der Penis größer wurde. Je tiefer das Sperma im Genitaltrakt des Weibchens abgeladen wird, umso größer die Erfolgschancen. So beeinflusst auch die Art des Zusammenlebens die Penisgröße. Im Vergleich mit Gorilla und Schimpanse steht der Mensch gut da. Sein Penis ist noch mal doppelt so groß wie der des Schimpansen. Die Ursache dafür vermuten Wissenschaftler im menschlichen Sozialverhalten. Anders als bei den Schimpansen sehen sie den relativ großen Menschenpenis aber nicht als Folge von Promiskuität. Im Gegenteil. Bei Menschen könnte die besondere Paarbeziehung den Unterschied gemacht haben. Schließlich galt es nicht nur, die Fortpflanzung zu sichern, sondern auch, die Frau zu beglücken. So könnte es einst gewesen sein. Ein Mann, der zufällig einen größeren Penis hatte, kam beim anderen Geschlecht besonders gut an. Das Merkmal erwies sich als Vorteil bei der Partnerwahl und setzte sich durch. Der Penis, nicht mehr und nicht weniger als eine interessante Errungenschaft der Evolution. Das Beziehungsglück können Forscher mit dem Maßband allerdings nicht ergründen. Es ist nun mal das Schicksal der Menschen, Männer, den Frauen zugefallen. Ja, ich weiß, es gilt auch umgekehrt. Aber wir Männer sind im Wettbewerb um die Gunst der Angebeteten. Und wenn es ihm dann gelungen ist, sie davon zu überzeugen, dass er der Richtige ist, dann wird ja oft das Prinzip angewandt, man muss die Männer nehmen, wie sie sind, aber nicht so lassen. Die Ansprüche an uns sind ja schon ziemlich heftig. Der gut verdienende Prinz auf weißem Pferd mit Waschbrettbauch, der leidenschaftliche Liebhaber, perfekte Vater und der im Blaumann genauso brilliert wie im Smoking. Also zu Hause Held und Frauenversteher, aber zugleich auch erfolgreich durchgesetzt in der sturmumtosten Berufswelt im Wettbewerb um die besten Positionen. Nur da ist gar kein Held mehr gefragt. Da braucht's die sozialen und kommunikativen Kompetenzen und nicht die Potenz. Früher war wenigstens noch die Muskelkraft des Mannes gefragt. Heute geht alles per Knopfdruck oder mit dem Wisch über die Mattscheibe. Also die Männer werden matt gesetzt. Vielleicht war es früher als Affe doch nicht so schlecht. Im Hochland von Äthiopien sind die Geschlechterrollen noch klar definiert. Hier leben die Djeladas, enge Verwandte der Paviane. Ein Chef ist hier noch Chef. Das dominante Männchen hat das alleinige Recht zur Paarung. Nur ihm geben sich die Weibchen hin und sorgen so für seine Nachkommen. Ein beneidenswertes Leben. Aber was ist das Geheimnis des Alpha-Affen? Auffällig ist sein roter Brustfleck. Aber den haben alle ausgewachsenen Djeladas. Der Biologe Chetan Hunter will herausfinden, ob sich die Färbung von Affe zu Affe unterscheidet. Eine Farbtabelle dient zum Abgleich der verschiedenen Fotos. Er ist gespannt auf die Auswertung. Einen so knallroten Fleck wie der Anführer hat kein anderer Affe. Doch was hat das zu bedeuten? Im Hochland fällt die Temperatur nachts unter 0 Grad.
Chadden ist jetzt mit einer Wärmebildkamera unterwegs. Eine nackte und noch dazu gut durchblutete rote Brust scheint hier eher nachteilig. Die Wärmebilder liefern den Beweis. Je leuchtender die Brust, desto größer der Wärmeverlust. Die Vermutung, der Brustfleck ist ein Signal an die Weibchen und auch an die Rivalen. Nach dem Motto, dieses Männchen kann es sich selbst im kalten Hochland leisten, Energie zu verschwenden. Ein Affe mit einer besonders roten Brust muss demnach besonders fit sein. Für einen weiteren Test braucht Chadden Geduld. Er muss warten, bis die Tiere ihr Geschäft verrichten. Im Kot kann er ihre Hormonwerte bestimmen. Von allen männlichen Tieren hat der Boss am meisten Testosteron. Und das hat einen Grund. Testosteron fördert die Kampflust. Das dominante Männchen muss seinen Rang ständig verteidigen. Die Kehrseite des Chefpostens. Und auch die uneingeschränkte Vorherrschaft des Männchens entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Illusion. Die Weibchen haben entscheidenden Einfluss. Allein der Stärkste zu sein, bedeutet noch nicht, den Weibchen zu gefallen. Der Chef tut folglich gut daran, sich die Damen gewogen zu halten. Fellpflege, das mögen alle Weibchen. Auch gern gesehen, sich Zeit für die Kinder nehmen. Chef sein ist anstrengend. Kein Wunder, dass es niemand länger als 4 Jahre auf dem Posten aushält. Sobald sich ein neuer Chef durchgesetzt hat, verliert der Alte auch sein wichtigstes Herrscherzeichen. Der stolze Brustfleck verblasst. Die Mehrfachbelastung des Mannes ist keine moderne Modeerscheinung. Flexibel sein, möglichst viele Fähigkeiten anbieten, also wirkliches Multitasking, war schon immer ein sehr erfolgreiches, aber auch sehr anstrengendes Konzept. Was wäre denn nun die wirkliche Natur des Mannes, also ohne all diesen Druck von außen? Welche Hardware steckt im Mann? Welches Programm, welche Software läuft im Mann? Schauen wir uns dazu mal den Biotreibstoff für Männer an. Testosteron. Für viele Männer ein echter Wunderstoff. Es macht sie stark, beflügelt das Männerego und verwandelt scheinbar selbst Softies in wahre Siegertypen. Doch welche Rolle spielt das angebliche Powerhormon dabei wirklich? Wer den Ursprung der Männlichkeit ergründen will, muss dahin zurück, wo alles anfängt. Junge oder Mädchen? Die Entscheidung ist schon gefallen. Die Geschlechtschromosomen haben die Grundlage gelegt. Bei Mädchen geben 2 X-Chromosome den Ausschlag. Bei Jungs ein X und ein Y-Chromosom. Es ist ausgerechnet das kleinste aller Chromosomen, das für die Männlichkeit verantwortlich ist. Ein bestimmtes Gen auf dem Y-Chromosom lässt über mehrere Stufen einen ganz besonderen Stoff entstehen. Testosteron. Erst wenn das Hormon in den Zellen zündet, beginnt die entscheidende Entwicklung. In der 7. Schwangerschaftswoche sind beide Geschlechter äußerlich noch nicht zu unterscheiden. Sobald sich aber das Hormon im Körper verteilt und in bestimmten Zellen an die Testosteronrezeptoren andockt, beginnt der Penis des Ungeborenen zu wachsen.
Ohne den richtigen Hormonkick zur rechten Zeit käme niemals ein normaler Junge auf die Welt. Nach der Geburt legt die Testosteronproduktion erstmal eine Pause ein. Bis zur Pubertät. Wenn aus Jungs Männer werden, entfaltet das Testosteron seine volle Wirkung. Die Hirnanhangdrüse erweckt die Hormonproduktion aus dem Dornröschenschlaf. Der Testosteronspiegel steigt in raschem Tempo. Die Folge: Muskeln wachsen. Penis und Hoden vergrößern sich. Die Stimme wird tiefer. Der Testosteroneinfluss auf den Männerkörper ist äußerlich unübersehbar. Das Hormon wirkt sich aber auch auf das Verhalten aus. In der Pubertät regt sich der Sexualtrieb zum ersten Mal. Mit steigendem Testosteronspiegel wächst das Interesse am anderen Geschlecht. Je höher der Spiegel, desto mutiger wird das Flirtverhalten. Eine Wirkung, die bis weit über die Pubertät hinaus erhalten bleibt. Sind Männer also Marionetten ihrer Hormone? Eine Studie aus Jamaika offenbart ein komplexeres Bild. Amerikanische Forscher haben junge Männer in verschiedenen Beziehungssituationen von Single bis verheiratet untersucht. Weil es in Jamaika sehr vielfältige Familienverhältnisse gibt, finden die Forscher hier ideale Studienobjekte. Einerseits leben Väter mit ihren Familien dauerhaft unter einem Dach. Sie sind in die tägliche Hausarbeit und in die Erziehung eingebunden. Andererseits gibt es Väter, die getrennt von ihren Partnerinnen leben und Zeit mit den Kindern nur an Besuchstagen verbringen. Die Forscher studierten nun drei verschiedene Männergruppen: Singles, klassische Väter und sogenannte Besuchsväter. Im Mittelpunkt der Studie der Testosteronspiegel, ermittelt anhand einer Speichelprobe. Wird sich bei den etwa gleichaltrigen Männern ein Unterschied zeigen? Das Ergebnis: Singles haben den höchsten Testosteronwert. Gründet ein Mann eine Familie, sinkt sein Hormonniveau dagegen deutlich ab. Die größte Überraschung erlebten die Forscher beim Blick auf die Gruppe der Besuchsväter. Ihr Hormonwert war der niedrigste im Vergleich. Was macht den Unterschied? Besuchsväter sind weniger durch Familienstress belastet und sie bekommen mehr Schlaf als die klassischen Väter. Ob dies für die Testosteronproduktion maßgebend ist, darüber können Forscher bisher nur rätseln. Eines macht die Untersuchung allerdings deutlich: Die Rolle, die Männer leben, ob als Single oder in verschiedenen Beziehungsmodellen, hat Auswirkungen auf den Hormonhaushalt. Männer sind also keineswegs Marionetten ihrer Hormone. Sie selbst halten die Fäden in der Hand. Die allmähliche Mannwerdung des Knaben geht nicht ohne das Testosteron. Es formt ihn und rüstet ihn mit mancher Anlage aus. Also das Testosteron ist die Bedingung der Möglichkeit, ein Mann zu werden. Einer zu sein hängt von viel mehr ab. Ob und wie das Männerhormon wirkt, wie seine Produktion sich verändert, das hängt davon ab, wie die männliche Variante der Gattung Homo sapiens sich verhält und was sie erlebt. Und das ist doch einigermaßen überraschend. Die meisten von uns hätten doch gesagt, die meisten männlichen Eigenschaften hängen doch irgendwie mit diesem Testosteron zusammen. Die Kampfeslust, die Aggressivität, der vermeintliche Egoismus der Männer. Immer musste das Testosteron als Ausrede herhalten. Neueste Untersuchungen zeigen allerdings, so einfach sind wir Männer denn doch nicht zu erklären. Die Pubertät. Eine Zeit, in der die Gefühle Achterbahn fahren. Eine Flut von Hormonen wirbelt das Leben der Jugendlichen völlig durcheinander.
Gerade in dieser Zeit zeigen einige von ihnen Verhaltensauffälligkeiten. Provozieren Raufereien. Bis hin zu blinden Gewaltexzessen. Ein Zufall, dass solche Taten immer nur von jungen Männern berichtet werden? Die Suche nach einer Antwort im Tierversuch. Seit den 1970er Jahren untersuchen Forscher vor allem an Nagetieren das Zusammenspiel von Aggression und Testosteron. In einer der Studien behandelten Wissenschaftler trächtige Mäuse mit dem Sexualhormon. Einer Gruppe werdender Muttertiere wurde Testosteron per Spritze verabreicht. Eine Vergleichsgruppe trächtiger Tiere blieb unbehandelt. Wenige Wochen später im Visier der Experten die Nachwuchsmäuse. In fast allen Versuchsreihen zeigte sich der gleiche Effekt. Das markierte Tier stammt von einer mit Testosteron behandelten Mutter. Alle Jungtiere dieser Gruppe waren deutlich aggressiver als die Nachkommen der unbehandelten Muttertiere. Ein Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Testosteron und Aggressivität auch beim Menschen? Auf Suche nach der Antwort in einer Jugendstrafanstalt. Forscher untersuchten zwei verschiedene Gruppen von jugendlichen Straftätern. Die erste Tätergruppe war für Gewaltdelikte hinter Schloss und Riegel gelangt. Die zweite für andere Verbrechen wie Diebstahl oder Drogenhandel. Um herauszufinden, ob der Testosteronspiegel die Gewaltbereitschaft der ersten Gruppe womöglich gefördert hatte, nahm man von allen Studienteilnehmern eine Speichelprobe. Ergebnis? In beiden Gruppen lag die Testosteronkonzentration im Normbereich für jugendliche Männer, hier grün markiert. Die Gewalttäter hatten im Mittel einen leicht höheren Testosteronwert. Ihr Verhalten kann er jedoch nicht erklären. Dafür ist der Unterschied in den Stichproben viel zu gering. Ob junge Männer auf die schiefe Bahn geraten, ist also keine Sache der Hormone. Es geht doch eben nichts über ein schönes Klischee. Der Mythos vom testosterongesteuerten Mann stammt übrigens von Untersuchungen an Ratten und Mäusen. Und da beißt ja nun mal die Maus keinen Faden ab. Männer sind vielleicht Nörgler, aber keine Nager. Also vom Tierleben auf das Verhalten von Menschen zu schließen, könnte ein Trugschluss sein. Und das stimmt übrigens für Frauen wie für Männer. Aber was macht denn jetzt den Mann zum Mann? Na klar, ja, das Yes zum Leben. Das Y-Chromosom. Das macht den kleinen, aber feinen Unterschied. Das hätten Sie doch auch gedacht. Klar, von wegen. Und wieder sind es Ratten, diesmal japanische, die ganz neue Fragen aufwerfen. Eine Reise nach Japan. Hier steht ein besonderes Tier unter ständiger Beobachtung der Wissenschaft. Die Ryukyu-Stachelratte. Den Vertretern dieser Spezies fehlt ein entscheidendes Detail. Das Y-Chromosom, das männliche Geschlechtschromosom. Im Verlauf von Jahrmillionen hat es immer mehr seine Gene verloren, bis es sich völlig aufgelöst hat. Ein Schicksal, das nach Meinung vieler Experten in wenigen Generationen auch allen anderen Säugetierarten bevorsteht. Sind Männer eine vom Aussterben bedrohte Spezies? Und muss das Menschengeschlecht in der Zukunft auf das Klonen hoffen? Ein Blick in die Urgeschichte zeigt, eine Welt ohne Männer wäre keine erfreuliche Perspektive. Die ersten Einzeller vermehrten sich über Zellteilung. Der Vorteil, Partnersuche war überflüssig, die eigenen Gene gelangten vollständig in die nächsten Generationen.
Ein Prinzip, das sich selbst bei manchen höher entwickelten Lebewesen durchsetzte, wie beim Jungferngecko. Strandet er auf einer einsamen Insel, kann er sich trotzdem problemlos fortpflanzen. Alle seine Nachkommen haben die gleichen Gene. Und das ist der Haken. Ändern sich die Umweltbedingungen und tritt zum Beispiel ein neuer Krankheitserreger auf, sind alle Geckos gleich stark betroffen. Schlimmstenfalls sterben sie aus. Gendefekte übertragen sich von einer Generation auf die nächste und plagen die Nachkommen ausnahmslos. Eine andere Fortpflanzungsstrategie war klar im Vorteil. Vor 200 Millionen Jahren treten die ersten Säugetiere auf den Plan. Ihr Vermehrungsprinzip: Genmix mit Hilfe von Sex. Alle Säuger verfügen über zwei Geschlechter. Und die Geschlechtschromosomen bestimmen, wer Weibchen, wer Männchen wird. Zeugen zwei Tiere Nachwuchs, vermischen sich ihre Erbanlagen und werden auf die Nachkommen unterschiedlich verteilt. Ein echtes Plus muss man wechselnden Umweltbedingungen trotzen. Fehlt zum Beispiel das Grün im unteren Bereich des Baums, ist es von Vorteil, einen längeren Hals zu haben. Giraffen, die zufällig dieses Merkmal haben, überleben den Wandel. Doch auch diese Strategie hat eine Schwachstelle, das Y-Chromosom, das für die Männlichkeit verantwortlich ist. Entstanden aus dem Vorläufer des X-Chromosoms, war die Y-Variante von vornherein ein instabiles Schrumpfprodukt. Mindestens zwei Drittel seiner Gene hat es bei allen Säugern schon verloren. Die Folgen dieser beunruhigenden Entwicklung sind heute schon in Japan zu studieren. Die Stachelratte hat ihr Y-Chromosom vollständig eingebüßt. Seltsamerweise gibt es weiterhin zwei Geschlechter. Inzwischen weiß man schon, die Stachelratte hat einige für die Mannwerdung wichtigen Gene des Y-Chromosoms auf das X-Chromosom verlagert. Und auch für die Menschenmänner gibt es Hoffnung. Eine neue Studie hat offenbart, seit 25 Millionen Jahren schrumpft das menschliche Y-Chromosom anscheinend nicht mehr. Es hat bisher vor allem, evolutionär betrachtet, junge Gene verloren und die für die Männlichkeit entscheidenden Gene beibehalten. Wie es scheint, wirft das Männerchromosom beim Schrumpfen nur Ballast ab. Das starke Geschlecht bleibt uns auch in Zukunft noch erhalten. Das Schicksal des Y-Chromosoms sah ja lange Zeit sehr düster aus. Jetzt aber hat auch die Forschung erkannt, wir Männer sind so flexibel wie unser Y-Teil. Und dank unserer Anpassungsfähigkeit können wir eben auch sehr optimistisch in die Zukunft schauen. Tja, die Welt kann eben nicht auf uns verzichten. Und ich hoffe, die Frauen auch nicht. Denn die Natur hat die Geschlechter ja nicht aus Lust und Tollerei erfunden, sondern weil sie neugierig ist. Auf die immer wieder neuen Kombinationen von Mann und Frau. Das ist das Erfolgsrezept des Lebens. In diesem Sinne, wir sehen uns. Das nächste Mal in Abenteuerforschung: Unser blauer Planet. Ein ungeschliffener Diamant, auf dem der Mensch tiefe Spuren hinterlässt. Das Zeitalter des Menschen hat begonnen. Der Garten Eden wird tagtäglich geplündert. Ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Abenteuerforschung am 2. Juli im ZDF.